Also das Erste ist natürlich, wenn man wenig Erwartungen hat, kann auch wenig enttäuscht werden. Das heißt, ich bin mit großer Neugierde in diese Phase reingegangen und hatte jetzt nicht im Vorfeld irgendwelche festen Erwartungen, sondern ich habe mir gedacht, das ist wie Experimentieren. Man muss es mal ausprobieren und dann lernt man eben über das Ausprobieren auch eine ganze Menge. Und man braucht aber nicht vorher zu glauben, man müsste schon das eine oder andere so genau vorhersehen können, sondern ich bin relativ offen in die Geschichte hineingegangen. Was wir gelernt haben, ist sicherlich, dass eine gute Vorbereitung, insbesondere der Videosequenzen, extrem wichtig ist. Was wir gelernt haben, ist, dass wir über das Format dieser Videosequenzen sicherlich noch nachdenken müssen. Wir hatten ein Format gewählt, was jeweils 3x30 Minuten beinhaltete pro Episode und zweimal Vortrag, einmal Diskussion. Das ist vielleicht ein bisschen lang. Ja, also da muss man drüber nachdenken, wie lange bleiben die Leute mit ihrer Aufmerksamkeit bei einem? Muss es vielleicht kürzere Sequenzen sein, also 10 Minuten oder 7 Minuten oder so etwas? Was man auch sicherlich bedenken kann, ist die Frage, wie man das noch aktiver gestalten kann. Das heißt also, dass die Studierenden, die sich solch eine Sequenz anschauen, auf dem Laptop oder auf dem Handy oder wo auch immer, noch ein bisschen aktiver werden. Ja, wir haben das schon versucht, indem wir an manchen Stellen eben auch einen Break gemacht haben, gesagt haben, jetzt bitte suchen Sie mal ein Beispiel für irgendetwas und steuern Sie erst dann weiter, wenn Sie das Beispiel gefunden haben. Aber das ist sicherlich noch etwas, was ich verbessern ließe, dass man noch interaktiver diese Dinge gestaltet oder auch einfach die Studierenden an der Stelle nochmal zum Nachdenken, zum Verinnerlichen anregt. Naja, wenn Sie das Fach Projektmanagement nochmal als Beispiel nehmen. Ich bin da ja ins kalte Wasser praktisch gesprungen und habe im nächsten Semester meine Lehrveranstaltung anzubieten. Nun ist natürlich die Frage, wenn die Lehre, also das Vermitteln von Wissen, separiert werden kann von der Lehrveranstaltung, wie kriege ich eine spannende Lehrveranstaltung hin? Und das ist natürlich eine Herausforderung. Und dieser Herausforderung müssen sich die Universitäten heutzutage stellen. Denn eins würde ich nicht behaupten, ich glaube nicht, dass in Zukunft die Studierenden alle nur noch zu Hause sitzen wollen und sich ein Video von irgendwelchen Fächern angucken wollen und ihr Studium auf diese Weise verbringen wollen. Ich bin sicher, die Studierenden der Zukunft wollen nach wie vor die Institution, zu der sie gehören. Sie wollen nach wie vor den Gruppenzusammenhalt in ihren Semestern spüren. Und dazu muss dem Kollegium, dazu muss uns Hochschullehrern eine neue Antwort einfallen, eine andere Antwort einfallen, als zu sagen, wir halten halt die gleiche Vorlesung, die wir seit 10 Jahren gehalten haben, auch noch im 11. Jahr noch einmal. Und das ist natürlich eine Konsequenz, die dieses Medium mit sich bringt, derer man sich bewusst sein muss und die man auch annehmen muss als Herausforderung, damit man eben wirklich frohen Mutes in ein solches Experiment hineingeht.